Ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Ich bin angekommen in drittens die Geschäftsvorfälle in Lektion 13, die nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Die Lektion geht von Seite 114 bis Seite 128 und ich habe mir meine Eieruhr auf eine Dreiviertelstunde gestellt. So, das Ganze soll mindestens eine Dreiviertelstunde dauern. So, Lektion 13, die nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Kann ich mein Zeichen wegmachen? Die nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Der Gewinn des Unternehmens wird ermittelt, indem, vereinfacht gesagt, von den erzielten Betriebseinnahmen, in Klammern Erträge, Klammer zu, die Betriebsausgaben, in Klammern Aufwendungen, abgezogen werden. Der verbleibende positive Saldo ist der Gewinn. Sollte der Saldo negativ sein, liegt ein Verlust vor. Diese Lektion beschäftigt sich mit Ausgaben, die zweifelsohne betrieblich veranlasst und danach per Definition Betriebsausgaben sind, bei denen jedoch der Gesetzgeber ein teilweises oder vollständiges Abzugsverbot eingeführt hat. Der in Anführungsstrichen Hauptkatalog der nicht abziehbaren Betriebsausgaben ist im Beschluss 4 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes zu finden. Hierzu werden im Folgenden jene Betriebsausgaben näher erläutert, die im normalen Geschäftsbetrieb relevant sind. Zur Vereinfachung wird bei den Beispielen die Korrektur der Umsatzsteuer und des Vorsteuerabzuges nicht berücksichtigt. Fall 57. Geschenke. Unternehmer U schenkt einem seiner besten Kunden zum Geburtstag eine Flasche Wein im Wert von 30 Euro. Zu Weihnachten übersendet er diesem Kunden zudem einen kleinen Präsentkorb im Wert von 20 Euro. Kann er diese Kosten als Betriebsausgaben berücksichtigen und im Rahmen der EÜR gewinnmindernd ansetzen? Die Kosten, die für Geschenke an Kunden anfallen, sind nur dann als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn sie 35 Euro netto pro Jahr und pro Person nicht übersteigen. In Klammern, vergleiche Beschluss 4 Absatz 5 Nummer 1, nee, Satz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes. Klammer zu. Bei dieser Grenze handelt es sich um eine Freigrenze. Das heißt, wird diese Grenze um nur einen Euro überschritten, sind sämtliche Aufwendungen nicht abzugsfähig. Unternehmer U kann die Kosten für beide Geschenke demnach nicht als Betriebsausgaben geltend machen, denn zusammengerechnet erhält dieser Kunde Geschenke von mehr als 35 Euro im Jahr. Leitsatz 20. Geschenke an Geschäftspartner. Geschenke an Geschäftspartner.
Aufwendungen für Geschenke an Geschäftspartner sind bis zu einer Höhe von 35 Euro abziehbar. Es handelt sich um einen Nettobetrag, also ohne Umsatzsteuer. Die Aufwendungen müssen separat gebucht und benannt werden. Das bedeutet, fehlt die namentliche Kennzeichnung der Ausgaben, entfällt generell die Abzugsfähigkeit, auch wenn die einzelnen Geschenke weniger als 35 Euro pro Geschäftspartner betragen. Für Streuartikel, in Klammern Kugelschreiber, Kalender, etc., entfällt die Aufzeichnungspflicht. Und jetzt kommt ein Steuertipp. Steuertipp: Schenken Sie Ihrem wertvollen Geschäftspartner doch etwas, das nur rein betrieblich genutzt werden kann. Zum Beispiel einen Bäcker, einen neuen Backofen. In dem Fall entfällt das Abzugsverbot. Das Geschenk bleibt auch bei einem Wert von über 35 Euro Abzug. Das Geschenk bleibt auch bei einem Wert von über 35 Euro abziehbar. Hinweis: Geldgeschenke sind generell nicht abziehbar. So. Geschenke an Arbeitnehmer. Geschenke an Arbeitnehmer sind bis zu einem Wert von 40 Euro als Aufmerksamkeit abziehbar und für den Arbeitnehmer steuerfrei. Lohnsteuerrichtlinie R19.6, da steht das. Geldgeschenke gehören jedoch generell zum Arbeitslohn, egal in welcher Höhe. Diese sind zwar als Betriebsausgaben abziehbar, in Klammern da Lohnkosten, Klammer zu, müssen jedoch durch den Arbeitnehmer versteuert werden. Jetzt kommt ein Steuertipp. Steuertipp: Vorteile durch Geschenke, die die genannten Grenzen übersteigen, müssten durch den Empfänger versteuert werden. Um das zu vermeiden, ist es möglich, dass der Schenker diese Zuwendungen pauschal versteuert. Beschluss 37b des Einkommensteuergesetzes. Der Steuersatz beträgt pauschal 30%. Diese pauschale Besteuerung muss einheitlich erfolgen und ist nur möglich, wenn die Zuwendungen an einen einzelnen 10.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Bewirtungskosten. Fall 58, Arbeitsessen. Rechtsanwalt R. hat mit seinem Mandanten M. die Sachlage in dem gemeinsam geführten Gerichtsprozess zu besprechen. Hierzu lädt er M. zum Essen ein. Wegen der dabei anfallenden Kosten macht er sich keine Gedanken, da diese seiner Meinung nach ohnehin als Betriebsausgaben berücksichtigt werden können. Hat er recht? Angemessene Aufwendungen für Bewirtungen aus geschäftlichem Anlass von Personen, die kein Arbeitnehmer sind, sind zu 70% abziehbar, wenn bestimmte Aufzeichnungs- und Belegpflichten erfüllt werden. Der Beleg muss maschinell erstellt sein und die Art, der Umfang sowie das Entgelt der Speisen und Getränke müssen einzeln ausgewiesen werden. Der Beleg ist durch den Zahlenden zu unterschreiben. Zu den Aufzeichnungspflichten gehören weiterhin der Ort, das Datum, entfällt jeweils bei einem
Gaststättenbesuch, der Anlass und die namentliche Benennung der Teilnehmer. Rechtsanwalt R. kann also 70% der Bewirtungsaufwendungen als Betriebsausgaben geltend machen. In Klammern Vorsteuer ist zu 100% abziehbar. Das heißt die Umsatzsteuer. Das ist der Vorsteuerabzug. Versteht auch so kein Schwein. Muss man wissen. Das heißt, wenn man als Rechtsanwalt irgendwas Größeres kauft, dann geht man am besten öfter mal mit Mandanten essen. Und dann kann man die ganze Vorsteuer abziehen. Das Problem ist, wenn man essen geht, sind es nur 7%. Macht aber nichts, man wird satt davon. So, und es schmälert den Gewinn und man hat den Bauch voll. So, ich weiß nicht, warum die das so ungern machen. Vielleicht würde ich auch wieder zum Rechtsanwalt gehen, wenn es was Leckeres zu essen gäbe. Das Problem ist, wo kriegt man das? So. Fall 59, Candlelight Dinner. Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn Rechtsanwalt R. statt mit M. mit seiner Sekretärin den Fall bei einem Candlelight Dinner bespricht? Bewirtungen von Arbeitnehmern anlässlich einer Arbeitsbesprechung sind zu 100% abziehbar, soweit die Aufwendungen angemessen sind. Er könnte also die Aufwendungen ansetzen. Zur Vermeidung von Missverständnissen wäre es besser, wenn der Begriff Candlelight Dinner nicht auftauchen würde. Steuertipp. Oft kommt es vor, dass auf den maschinell erstellten Bewirtungsrechnungen keine Spalten für den Anlass und die bewirteten Personen vorgesehen sind. Im Büroverhandel kann man für diesen Zweck einen sogenannten Bewirtungsbelegblock kaufen. Auf diesem Beleg werden fehlende Angaben ergänzt. Die Bewirtungsrechnung wird an den Zettel fest angebracht, in Klammern geklebt oder getackert, Klammer zu, und zu den Buchungsbelegen geheftet. Die Nachweisvoraussetzungen gelten als erfüllt. Fall 60, Arbeitsbesprechung. Ich weiß nicht, was Reno-Fachangestellten sind, aber egal. Anlässlich einer Arbeitsbesprechung reicht Rechtsanwalt R. seinen Reno-Fachangestellten, was auch immer das ist, Kekse, Salzstangen und Cola. Hierfür wendet er 110 Euro auf. Das ist eine Menge Kekse, Salzstangen und Cola. Auf dem Einkaufszettel ist handschriftlich vermerkt für Arbeitsbesprechung vom. Die Kosten für Bewirtungen bei Konferenzen, Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren können in voller Höhe als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, da dort die, in Klammern, betriebliche Arbeit im Vordergrund steht. Dasselbe trifft auf die Kosten für Getränke, Kaffee, Tee etc., in Klammern, und kleine Mahlzeiten, in Klammern, Gebäck und Ähnliches, Klammer zu, zu. Die bei Besprechungen im Unternehmen gereicht werden. Er kann also die Ausgaben komplett ansetzen. Jetzt kommt Fall 61, Weihnachtsfeier.
Weihnachten rückt näher und Rechtsanwalt R. fährt mit seinen Angestellten zur Reeperbahn nach Hamburg. Er bezahlt pro Arbeitnehmer 50 Euro für die Show, 20 Euro für die Fahrt und 30 Euro für das Essen und die Getränke. Auch die Kosten für Arbeitnehmerbewirtungen im Rahmen von Betriebsausflügen, Weihnachtsfeiern und Betriebsveranstaltungen können in voller Höhe abgezogen werden. Diese Vorteile sind für den Arbeitnehmer ohne steuerliche Nachteile, wenn folgende Voraussetzungen eingehalten werden. Maximal 2 Betriebsveranstaltungen im Jahr. Die Kosten pro Arbeitnehmer dürfen 110 Euro nicht übersteigen. Kosten für Begleitpersonen werden den Arbeitnehmern zugerechnet. So. Die Betriebsveranstaltung muss allein Arbeitnehmern offen stehen, in Klammern keine Privilegierung bestimmter Personenkreise. Steuertipp. Sollte die Freigrenze überschritten sein, kann der Arbeitgeber die Zuwendungen pauschal versteuern, in Klammern mit 25%, Beschluss 40 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes. Dann bleiben die Zuwendungen für die Arbeitnehmer steuerfrei. Beim Thema Essen sind auch die Verpflegungsmehraufwendungen von Bedeutung. Unter Verpflegungsmehraufwendungen wird der erhöhte finanzielle Aufwand verstanden, der dadurch entsteht, dass der Arbeitnehmer nicht an seinem regulären Arbeitsplatz eingesetzt wird. Es wird unterstellt, dass aufgrund der fremden Umgebung, in Klammern kein Kühlschrank, etc., Klammer zu, die vergleichbaren Aufwendungen für die Beköstigung in der Fremde höher sind. Verpflegungsmehraufwendungen sind abziehbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Der Arbeitnehmer wird vorübergehend nicht an seinem regulären Ich mache eine kurze Pause und trinke einen Schluck Kaffee. Die Verpflegungsmehraufwendungen sind abziehbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Erstens. Der Arbeitnehmer wird vorübergehend nicht an seiner regelmäßigen Betriebsstätte, in Klammern Arbeitsplatz, Klammer zu, eingesetzt. Oder zweitens, der Arbeitnehmer führt eine typische Fahrtätigkeit aus, in Klammern zum Beispiel Taxi, Klammer zu. Oder drittens, der Arbeitnehmer wird typischerweise an ständig wechselnden Arbeitsstellen eingesetzt, in Klammern zum Beispiel Kundendienst Monteur, Klammer zu. Abziehbar sind bei Tätigkeiten im Inland Pauschbeträge von 24 Euro bei einer Abwesenheit von 24 Stunden von seinem Wohnort, 12 Euro bei einer Abwesenheit von mehr als 14, aber weniger als 24 Stunden. 6 Euro bei einer Abwesenheit von mehr als 8, aber weniger als 14 Stunden. Für Auslandstätigkeiten, in Klammern außerhalb Deutschlands, gelten je Land unterschiedliche Sätze. Diese werden jährlich aktualisiert und veröffentlicht. Fall 62, der Fall 62, die Verpflegungsmehraufwendungen. So.
Fall 62, die Verpflegungsmehraufwendungen. Die Arbeitnehmer K und A der Krabbenfischer GbR fahren zur Fischmesse nach Sassnitz. Sie fahren um 6 Uhr los und kommen um 21 Uhr am selben Tag zurück. Sie rechnen eigene Ausgaben für Essen und Trinken für jeweils 25 Euro mit ordnungsgemäßen Rechnungen ab. Zweitens, wie Fall 1, doch statt einer Einzelabrechnung beantragen Sie die Auszahlung der Verpflegungsmehraufwendung in Höhe von jeweils 12 Euro. Wie sind die Sachverhalte zu beurteilen? Zuerstens. Die abziehbar sind Verpflegungsmehraufwendungen nicht per Einzelnachweis, sondern nur im Rahmen der Pauschbeträge, hier jeweils 12 Euro. Zu zweitens, die beantragten Verpflegungsmehraufwendungen sind in Höhe von je 12 Euro abziehbar. Die Arbeitnehmer waren länger als 14 Stunden von zu Hause entfernt. Zu gut Deutsch, wenn man 25 Euro ausgibt, kann man trotzdem nur 12 Euro abziehen. So. Man wird ja satt davon. Und was hat der deutsche Staat schon von satten, zufriedenen Menschen? So. Die noch dazu dafür gesorgt haben, dass Umsatzsteuer gezahlt wird, dass Leute beschäftigt sind, und man muss es nicht verstehen. Es ist die Steuer und wir sind hier. Oder ich bin hier leider in Deutschland. So. Steuertipp. Die abziehbaren Verpflegungsmehraufwendungen sind in doppelter Höhe abziehbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Erstens, die erhöhte Auszahlung wird mit einem pauschalen Steuersatz von 25% durch den Arbeitgeber versteuert. Zweitens, die Aufwendungen entstanden nicht im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung, zweite Wohnung an einem Arbeitsort. So. Das heißt, der Arbeitgeber muss an der Stelle mitspielen und nochmal 25% Steuern zahlen, hat nochmal extra Arbeit. Auf die Diskussion bin ich ehrlich gesagt gespannt. Diese Herangehensweise ist sinnvoll, wenn der Arbeitnehmer einen... es geht wieder um Sonderregelungen für Besserverdiener. Diese Herangehensweise ist sinnvoll, wenn der Arbeitnehmer ein sehr hohes Gehalt bezieht und sozialversicherungspflichtig ist. Durch die pauschale Besteuerung mit der Lohnsteuer unterliegt diese Zuwendung nicht der Sozialversicherungspflicht und der Steuersatz ist mit pauschal 25% auch moderat. So. Hierzu ein Beispiel. Der Unternehmer zahlt seinem Arbeitnehmer statt 6 Euro den erhöhten Satz von 12 Euro bei einer Abwesenheit von der Wohnung von mehr als 8 Stunden. Die Arbeitnehmer erhalten 12 Euro ausgezahlt. Der Arbeitgeber kann 6 Euro pauschal mit 25% besteuern. Steuerfreie Pauschale in Klammern. 1,50 Euro pauschale Lohnsteuer sind an das Finanzamt zu entrichten. 6 durch 4 sind 1,50 Euro, das sind die 25%. Wählt er nicht die Pauschalbesteuerung, müssen die Arbeitnehmer den überhöhten Betrag in Klammern 6 Euro als Lohnbezug versteuern. So. Ich habe noch 20 Minuten.
Beim Thema Essen sind auch Verpflegungsmehraufwendungen von Bedeutung. Unter Verpflegungsmehraufwendungen wird der erhöhte finanzielle Aufwand verstanden, der dadurch entsteht, dass der Arbeitnehmer nicht an seinem regulären Arbeitsplatz eingesetzt wird. Es wird unterstellt, dass aufgrund der fremden Umgebung, das habe ich doch alles schon mal vorgelesen, ich habe mich in der Seite vertan. So, jetzt bin ich wieder richtig. Die Fahrten, Wohnung, Betrieb auf Seite 120. In der Lektion 9 im Rahmen des Eigenverbrauchs wurde die Privatnutzung des betrieblichen PKWs behandelt. Ausgeklammert, dabei wurden die Fahrten, Wohnung, Betrieb. Diese Fahrten erfahren im Steuerrecht eine separate Behandlung. Bei den Fahrten Wohnung Betrieb wird kein Eigenverbrauch ermittelt, sondern ebenfalls eine nicht abziehbare Betriebsausgabe. Beschluss 4 Absatz 5 Nummer 6 des Einkommensteuergesetzes. Grundlage dafür ist bei der Anwendung der 1%-Regelung ebenfalls der Bruttolistenpreis. Die positive Differenz zwischen 0,03% des Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer und Monat und der als Entfernungspauschale bekannten 0,30 Euro Entfernungskilometer dürfen den Gewinn nicht mindern und sind eine nicht abziehbare Betriebsausgabe. Verstehe ich nicht, bin ich zu doof hier. Naja, es gibt ein Fallbeispiel. Fall 63. Ein Ingenieur hat es manchmal schwer. Ingenieur S. ist Inhaber eines Ingenieurbüros. Die Wohnung ist 10 Kilometer vom Büro entfernt. Er fährt an 230 Tagen im Jahr in das Büro. Er hat einen PKW im Betriebsvermögen. Der Bruttolistenpreis beträgt 50.000 Euro. Berechnen Sie bitte die Höhe der nicht abziehbaren Betriebsausgaben. So, ich muss eine Pause machen, ich kriege einen Anruf.